Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Tag 4, das Experiment. In den letzten Tagen habe ich festgestellt, ich brauche Porräte. Das heißt, ich gehe im Umkreis von 1 Kilometer vom Haus entfernt, suche ein paar Hagebuttensträuche, Weißdorn und Nüsse. Als erstes habe ich natürlich meine geliebte Brennnessel entdeckt und interessant, die treibt wieder aus. Ich glaube, das liegt an der Trockenheit, die im ganzen Sommer war. Bei den letzten Spaziergängen habe ich schon fast 3 Hagebutte entdeckt. Daraus mache ich mir einen leckeren Tee und die Früchte nach dem Tee, die sind sehr weich und süß, kann ich dann essen. Falls ihr interessante Vorschläge für Hagebutte-Verarbeitung habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Was ich nicht frisch verzehren kann, werde ich trocknen. Genau gegenüber ist ein riesen Weißdornbusch, sogar nicht nur einer, sogar mehrere. Und wenn man nicht zurückschneidet Weißdorn als Hecke, wird das ein großer Baum und trägt auch wunderschöne Früchte, die auch essbar sind. Die Einnahme der Früchte führt zur Erweiterung der Herzkranzgefäße und erhöht die Schlagkraft des Herzens. Ein paar Früchte werde ich frisch essen und aus dem Rest koche ich mir einen Tee. Auf dem Rückweg habe ich unseren Penny entdeckt. Das ist ein Kind aus der Igelfamilie, die bei uns im Garten überwintert hat. Jetzt sind die überall in der Siedlung. Ein Stück weiter habe ich eine wilde Möhre entdeckt. Die hat auch ziemlich frisch und neu ausgetrieben. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Trockenheit im Sommer und jetzt ist genug Niederschlag da und es treibt alles aus. Da mache ich ein Trockengewürz. Das wird auch wie Hagebutte mein erster Vorrat für die 30 Tage. Und vielleicht werde ich noch mehr wilde Möhre finden. Die nächsten Tage werden wir auch die Wurzeln ausgraben. Ein paar Eicheln kamen noch dazu. Die versuche ich heute einzuweichen und abzupellen.
Der Kürbis draußen wird heute zu Kürbissuppe verarbeitet. Kürbis essen wir ganz gerne als Kürbissuppe oder als Backofengemüse. Und mal schauen, vielleicht probiere ich beides aus. Bei Hokkaido-Kürbis ist die Schale sehr weich. Ich habe schon gelesen, dass man eigentlich auch die Schale kochen kann. Die Samen werde ich auf dem Kaminvorsprung trocknen und dann etwas anrösten. Die werde ich auch die nächsten Tage in mein Menü einbauen, vielleicht zu einem Salat. Der Kürbis ist recht klein, deshalb kommt die ganze Frucht in die Suppe. Beta-Carotin, Vitamin C, Vitamin E und Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium und Eisen, Ballaststoffe überzeugen mich schon von vornherein beim Kürbis. Außerdem mag ich Kürbis sehr gerne geschmacklich. Planen für die nächsten Tage, habe ich gemerkt, gibt mir Sicherheit und entspannt die Situation. Ich habe nicht die Sorge, dass ich nicht satt werde. Jeden Tag nach Nahrung zu suchen, ist sehr anstrengend, finde ich. Also würde ich mir demnächst einfach große Vorräte schaffen und versuchen, alles einzukochen, was geht. Auch der Kürbis und die Kartoffeln sind irgendwann mal zu Ende. Die Brennnesseln wachsen nicht im Winter. Und der Weißdorn werden die Vögel wegpicken. Man braucht zum Beispiel ganz viele Nüsse. Das ist die trockene Basilikum-Petersilie-Mischung. Getrocknet am ersten Tag des Experiments. Von der Kürbissuppe waren ganze 3 volle Teller. Die Eicheln werde ich einweichen und rösten, aber dazu im nächsten Video. Hagebutte-Tee mit Weißdorn, Äpfel und Nüsse gab's abends. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis morgen und auf Wiedersehen.